Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Inner World iOS Let's Play. So, wir spielen jetzt als Laura weiter und weiter geht's. So, Pfeil können wir mitnehmen. Nehmen wir einfach mal mit. Er steckt so fest. Shit. So, was ist das hier? Kleine Dose, was ist da drin? Ah ja, gut. Das war wohl zu viel für das Spiel. Ja, das ist super. Hallo? So, nochmal, dann da. Also, falsch gedrückt. Ja. Also, da sieht man mal, dass das Spiel noch so einige kleine Fehler drin hat. Aber es kam auch kein Update dafür raus. Und ja, jetzt will ich ja aber wissen, was meine das ist. Chili-Drops sind leider alle. Ah ja, das ist ja toll. Das ist ja toll. So, den können wir nicht mitnehmen. Warum sieht die Schrift eigentlich so komisch aus? Sieht die bei euch auch so komisch aus? Weiß nicht so. Was können wir jetzt hier Schönes machen? Baum. Schmier. Gedöns. Brustteil. Robert. Was ist das da hinten? Moos. Moos. Ich komme nicht ran. Gut, das kommt nicht ran. Windmönch, Robert Haken, Pfeil, Baum. Gucken, was da war. Was um wir da machen können. Bräuchte ich Hilfsmittel. Tja. Gehen wir einfach mal runter. Vielleicht finden wir unten was. So, haben wir hier was Schönes? Die kennen wir schon. Ein Schilf. Können wir da was mitnehmen? Mitnehmen. Ja, wir haben ein Röhrchen und zum Baumhaus und in zum Waldinner oder irgendwie sowas. Gehen wir da mal hin und gucken mal, was das Schönes ist. Oh, was sind das denn für Leute? Ein Phosphorus. Schreiten also dämlich rum. Schnauze, ihr Scheißviecher. Verstanden? Hallo, hallo, wer stand da? Hallo, hallo. Schreiende Stelle. Wo soll ich denn hingreifen? Ich kann nichts erkennen. Ich könnte allerdings draufhauen. Und wenn es nicht aufhört zu schreien, dann werde ich das auch tun. Dann mach das. Kann man da vielleicht hier... Keine gute Idee. Okay, gut. Fragen wir die Leute, die haben uns noch nicht gefragt, was los ist. So, nee, den Typen. Hallo. Mal fragen. Was seid ihr denn? Hallo. Was macht ihr hier? Oh, schaut mal, meine Herren. Wir haben Besuch. Großartig. Sie sind nicht zufällig die Putzfrau, die wir bestellt haben? Putzfrau? Hier hinten können Sie gleich anfangen. Da wurde schon seit Jahren nicht gekehrt. Darf ich fragen, was ihr hier treibt? Wir betreiben aerologische Studien. Was bedeutet das? Das wissen Sie nicht? Wams, sei nicht so hart zu ihr. Sie ist nur eine Putzfrau. Ich glaube es nicht. Sie hat noch nie was von Aerologie gehört. Der gibt's ja nicht. Kennt ihr den verrückten alten Mann im Baumhaus? Ach der. Da müssen Sie ganz vorsichtig sein. Der Kerl ist gefährlich. Ja, wir haben schon versucht, an ihm vorbeizukommen. Aber er hat uns in die Flucht geschlagen. Unser vierter Kollege musste leider zurückbleiben. Lass mich raten, das war der Typ, der da so gut wie taub, halb tot war, und oder? Ungefähr 1000 Jahre alt. Und ihr seid zu dritt. Ich weiß nicht. Wollen Sie damit andeuten, wir sollten rohe Gewalt verwenden? Ich meine, wir haben es versucht, aber er war uns haushoch überlegen. Ja, das ist kein alter Mann. Das ist eine Präzisionskillermaschine ohne Gewissen. Wegen ihm haben wir Simon verloren. Hat man gesehen. Simon war so eine treue ja. Seele. Aber wir rechnen jeden Tag mit seiner Rückkehr. Na dann, viel Glück. Da könnt ihr lang warten. Ich glaube, das war der Typ, den wir da gesehen haben. Als Skelett. Und der Typ hat hier auch einen Pfeil in der Hose. Ich glaube, ich da einen Pfeil in der Mütze und der andere hat da einen Punkt. Keine Ahnung. Mal gucken. Also einen Kollegen. Kollege. Ja. Sein Name war Simon. Ist. Mhm. Sein Name ist Simon. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Nun ja. Jedenfalls ist er von seiner Expedition nicht zurückgekehrt. Noch nicht. Alles, was uns von ihm geblieben ist, bleiben wird. Wie auch immer.
Er war ein Genie und Gentleman. Zum Beispiel hat er diesen Globus hier erfunden. Kann ich den haben? Sie müssten ihn mir schon aus meinen kalten, toten Händen reißen. Interessanter Wunsch. Können wir machen. Ach, eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr. Aber Latz trinkt immer seine Wurzel Coladas daraus. Ja, durch die Windbrunnenlöcher kann man Strohhalme stecken. Simon wird ihn außerdem wiederhaben wollen, wenn er zurückkommt, also nein. Das ist ja doll. So, hallo? Achso, wir haben hier noch ein Gesprächsthema. Der verrückte Alter Opa. Hat meine Begleiter gekidnappt. Oder verrückte Alter. Wenn wir zusammenziehen, können wir vielleicht ihn und euren Kollegen retten. Klingt hervorragend. Aber, ich kann die Station nicht allein lassen. Und ich muss heute noch unbedingt Wäsche waschen. Wollmäuse werden vollkommen unterschätzt. Toll. Ich sitze fest im Wald der Bekloppten. Ich muss los. Ach, Laura. Bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht diese Plätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Ja, das ist schön. So, was können wir denn jetzt hier machen? Da ist Benzin. Nein. Nein. Hallo? Nein, ich will da nicht hin. Ja, hör auf zu schreien. So, nochmal zurück. Und da spiel. Nee, gut. Stürz nicht auf. So, ich will jetzt dahin. Nein. Meine Hand passt jedenfalls nicht durch die Tanköffnung. Ja, ich wollte auch hier. Nein. Kann ich das hier da rein tun? Hallo? Hey! Ha, gut. Das geht schon mal. Ih! Die trinkt Tank. Lecker. Zeug. Was? Bitte? Der Tank ist leer. Ja, du hast Benzin getrunken? Du hast... Pudding. Was? Nein. Marmelade? Oh Mann. So, hier ist ein Schalter. Haltet die Schnauze, ihr scheiß Schreiameisen. Ein roter Was? Knopf, verkabelt mit der Maschine. Ich habe irgendwie den inneren Drang drauf zu drücken. Nur um zu sehen, was passiert. Dann mach das. Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Du stehst immer noch an der gleichen Stelle. Zelt. Nein, da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Nein, ich wollte nicht das Zelt. Das ist das Resultat von jahrelanger Arbeit. Das ist ja echt bitter. Wie lange seid ihr schon da? Nicht gerade, wenn er da schon lange sagt, so Sattel. Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Keine Ahnung. Ja, das frage ich mich auch. Was sollen wir denn mit diesem Ding machen? Netter Einfall. Reinstecken oder so. Aber nett ist nicht gut genug. So, was haben wir denn noch hier? Das ist Tanköffnung, Maschine, Auspuff. Können wir Netter was machen? Einfall. Ja gut, dann nicht. Globus, kann man da was machen? Gutes Beispiel von bringt mir. Ja. Schreimeisen. Globus. Keine Ahnung. Versuch's nur mal damit. Idee. Gut. Dann damit. Nee. Tauschen vielleicht. Hallo? Tauschen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Oh, die Frische. Ja, nein. Nein. Gut, hier gibt's wohl nichts weiter zu tun für uns. Dann nochmal nach oben gehen einfach, mal gucken. Für den komischen Stab, ja, hopp hoch.
Was war das? Ja. Können wir den da rantun? Gutes vielleicht? Beispiel von. Ja, gut, dann nicht. Dann vielleicht am Baum. Netter Einfall. Gut, dann nicht. Ich will es nicht zerstören. Vielleicht doch. Netter Einfall. Nee, gut. Befreie Robert. Ja, weiß ich auch. Gut, spreche mit Robert. Achso, gut. Ja, geh weg. Hallo. So, red mal mit Robert. Hey, Flötennase. Robert. Hier. Laura, Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Oh, oh. Ah, ja. Mit wem redest du da? Nur mit mir selbst. Oh, oh. Hallo, Robert. Na, wie geht's? Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Flötennase da wirklich runterholen. Ach, damit hat er langsam durch. Ja, damit hat er also Robert hochgezogen. Wenn wir es öfters machen, fällt er dann vielleicht runter? Ich weiß es nicht. Es wäre ein Versuch wert. Moos. Ja, irgendwie gibt es hier nichts mehr wirklich zu tun. Haken. Können wir da ran, lieber? Wir müssen irgendwie hochkommen. Ja. Ich will nach unten. Da. Gibt's unten denn vielleicht irgendetwas, mit dem wir da irgendwas machen können? Hallo Schroff, Trümmer, können wir hier vielleicht als Laura aus dem Trümmer was rausholen? Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Gut, dann nicht. Bremsspur, Aussicht. Aussicht, gibt's da was Neues oder nein, so? Nein, dort wartet Conroy darauf, mich umzubringen. Ah ja, gut, das ist schön. Schroff, können wir mit denen irgendwas sagen? Tun. Igitt. Es gibt wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. Ist ja nett. Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verletzen kann. Du kannst reden? Was für ein komisches Tier bist ja. du denn? Also, ich darf doch sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. Kommt drauf an, um wen es sich handelt. Oh, hier können wir nochmal was fragen. Moor. Das ist ein stinkendes Schlammloch. Danke. Das ist mein Zuhause. Es ist vielleicht. Wie kann das denn zu Hause sein? Aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen. Ich dachte, er singt. Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Und zwar. Oh, hier ist schon einiges versunken. Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeiler, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Die Brille von dem verrückten Alten liegt da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr? Sicher, dass es vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können, Amphibie? Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. What? Wie kann er studieren? Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut, das sind Pfeile. Der Alte hat seine Brille fallen lassen, plumps, und aus Wut ein paar Mal auf die Stelle geschossen. Der Alte? Weißt du zufällig etwas über den verrückten Alten, der da oben im Baum wohnt? Ach, der Alte, der euren Gatten in die Falle gelockt hat. Er ist nicht mein Gatte, und ja. Nun, das ist ein verrückter Windmönch. Sehr aggressiv. Ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. Witzig. Ich weiß nicht viel über ihn. Lustig. Er schimpft nachts leise vor sich hin, baut überall Fallen und ist fast taub. Und seit ihm seine Brille ins Moor plumps gefallen ist, ist er auch noch blind. Das ist ja super. Nicht. Woher weißt du, wo all die Gegenstände versunken sind? Nun, hier passiert nicht viel. Wenn etwas ins Moor fällt, plumps, ist das schon ein denkwürdiges Ereignis. Plumps. Also du sitzt hier und guckst den ganzen Tag in der Gegend herum?
So wie Sie es beschreiben, klingt das nicht gerade nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ich meinte nur, das hört sich echt langweilig an. Ich weiß. Ich weiß. Ach, das Lachen ist so geil. Was soll an dir denn so gefährlich sein? Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schroff. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Und das heißt? Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und? Dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Er ist nicht mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Doch. Hallo? Ich bin tödlich. Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Wie geil. Was ist das? Eine trockene Stelle? Das sieht eklig aus. Ja, ich habe sehr sensible Haut. Es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Hört auf, das zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal. Er ist nicht mein Gatte. Egal. Und wenn du das nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Kein Grund, aus der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Na gut. Juck ich mal. Begabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht. Schlamm, Moor. Eine Creme? Creme? Bitte. Ich verwende nur homöopathische Mittel. Das Wort hast du dir doch gerade ausgedacht. Aber das gibt's wirklich. Es ist eine gute Idee. Mhm. Dafür, dass ihr so überaus tölpelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Vorsicht. Was? Hättest du bessere Laune, wenn die Stelle nicht mehr jucken würde? Ich denke schon, aber kratzen kann ich mich nicht. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit? Lieber würde ich meine Hand in kochendes Wasser stecken. Ah, okay. Witzig, dass Sie das sagen. Der Effekt wäre nämlich ungefähr der gleiche. Warum besorgst du dir denn nicht einfach einen Balsam oder sowas? Ich kann hier leider nicht weg. Wie ich Ihrem Gatten... Er ist nicht mein Gatte. Schon sagte, nee. Meine Krallen schneiden sich durch beinahe jeden festen Untergrund und ich kann mich kaum fortbewegen. Nun ja, vielleicht hätten Sie ja die Freundlichkeit. Falls ich irgendwo in diesem Wald einen Make-up-Verkäufer finde. Was? Da gibt's Make-up? Der verrückte Kerl ist ein Windmönch? War ja sowas von klar, den kann man einfach nicht trauen. Reden Sie mit mir? Oh. Nein, Schrufs kann man nämlich auch nicht trauen. So, haben wir alles abgegrast. Ich will natürlich immer alle Gespräche rausholen und bis sie ausgrauen natürlich. Auch wenn ich immer reinlaber, so wie jetzt. Wow, mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Was? So, können wir ihn damit vielleicht kratzen? Hey, nicht kratzen! Hä? Warum? Welcome back. Was hab ich gemacht? Hey, kommst du nochmal? Nicht kratzen! Nö. Ja, vielleicht hier so eine Creme. Hallo? Creme. Wow, rausholen oder so. Dann hätte ich einen ganzen Tropfen Moorwasser für mich alleine. Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen vielleicht? Und darin etwas sehr Kleines versenken. Nein, ernsthaft. Was soll ich damit? Als Creme nutzen. Die Creme für den Strauch. Netter Einfall. Aber. Ja. Was schmatzt denn da immer? Das ist. So, Stelle Moor. Ich soll also mit bloßen Händen in dieses dreckige, stinkende Moor greifen und herumwühlen, bis ich was gefunden habe? Ja, tolle Idee. Ja, die Antwort lautet nein. Die hat sich aber auch. So, nimm das. Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau wie der Schroff gesagt hat. Aber ich kann sie damit nicht herausziehen. Kann sie denn da was ertasten? The fuck? Ja, wie geht's denn weiter? Tja, das erfahren wir aber erst im nächsten Part. Irgendwie mache ich jetzt seit öfter mal 20 Minuten Parts. Entschuldigung.
Eigentlich, Entschuldigung für mich, für euch ja schön, aber für mich nicht so. Ja, dann bis zum nächsten Part, Ohrstrecke. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, liked, wie auch immer, wenn ihr Lust habt, Instagram, Twitter auschecken und so weiter und so fort. Ne? Und ja. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh Gott. So, das war's mit Let's Play The Inner World, beziehungsweise der Part jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns vielleicht wieder im nächsten Part. Das wäre sehr, sehr schön. Über einen Daumen oder Twitter oder Instagram würde ich mich auch sehr freuen. Und bis dahin, Leute. Ciao.